Im Jahr 2015 verändert sich die Art, wie wir die Welt erleben können. Sehen, was noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Entdecken, was in Wahrheit gar nicht da ist. Fühlen, was die Grenzen der Fantasie bislang gesprengt hat. Wir stehen an dem Beginn einer ganz großen Revolution. Das wird die Welt, die wir heute kennen, völlig verändern. Da herrscht momentan Goldgräberstimmung. Jeder will der Erste sein, jeder will das irgendwie machen. Mit Technik, die echte Welt und Hologramme hautnah verknüpft. Ungewöhnliche Perspektiven durch neue Kameras. Über Abgründe gehen, die in Wirklichkeit gar nicht da sind. Es war so Wahnsinn, das war so, man denkt, man ist in einer anderen Welt. Wahnsinn, das ist die Zukunft. Es ist eine neue Welt, Virtual Reality. In dieser Reportage werde ich Ihnen zeigen, was Virtual Reality ist, welche Technik dahinter steckt, was 360-Grad-Videos sind und wie wenig Technik Sie eigentlich brauchen, um jetzt schon bei dieser bahnbrechenden Neuerung dabei zu sein. Dazu besuchen wir die weltweit wichtigsten Spielemessen E3 in Los Angeles und die Gamescom in Köln. Schon immer war es das Ziel von Computerspielen, die Zocker so tief wie möglich in eine andere Welt mitzunehmen. Das soll durch virtuelle Realität oder kurz VR noch intensiver werden. Aufbruchstimmung liegt in der Luft. Die Welten, die da gerade entstehen, die sind so weit weg von dem, was aktuell Computerspiele sind, dass es eigentlich ein neues Genre ist, in dem man sich komplett verlieren kann. Wir glauben, virtuelle Realität wird das nächste große Ding. Und ich bin sicher, dass in 5 Jahren VR-Brillen so verbreitet sind wie heute das Smartphone. Brillen gibt es für mehrere hundert Euro oder aber für wenige Cent zum selber bauen. Aber wie genau erzeugen sie das Gefühl, das uns in neue Welten eintauchen lässt? Egal ob extrem teuer und hochwertig verarbeitet oder nur aus Pappe, grundsätzlich funktionieren alle Brillen nach demselben Prinzip. In der Brille werden direkt vor dem linken und rechten Auge des Trägers 2 Bilder erzeugt. Noch vor wenigen Monaten waren das übrigens einzelne Mini-Monitore. Heute wird dazu meistens ein ganz normales Smartphone benutzt. 2 Lupenlinsen in der Brille vor dem Display entzerren und vergrößern diese Bilder für das menschliche Augenpaar. Das Gehirn setzt die beiden Bilder dann zu einem räumlichen Bild zusammen. Soweit so gut, aber das ist noch nicht alles. Denn um wirklich ganz tief in die virtuelle Welt abzutauchen, gibt es entweder an der Brille oder im Smartphone in der Brille Sensoren. Diese Sensoren messen jede Kopfbewegung und dementsprechend wird das Bild immer wieder angepasst. Je mehr von diesen Sensoren es gibt, umso exakter ist die Berechnung und umso faszinierender ist das Gefühl, wirklich mittendrin zu sein in dieser virtuellen Welt. Durch die neuartigen Brillen wird das Gefühl extrem vertieft, direkt in die Situation einzutauchen. Für einen ersten Eindruck braucht man aber gar kein solches komplexes System. Denn einfache Gelegenheitsspiele funktionieren auch schon auf vielen modernen Smartphones und zusammen mit einer günstigen Brille, die in den kommenden Monaten Dutzende Hersteller auf den Markt bringen werden. Auf den Spielemessen geht es aber nicht um die günstigste, sondern um die realistischste Erfahrung. Noch viel spannender wird die virtuelle Bewegung, wenn nicht nur ich selber und die Brille hier im Raum sind, sondern sich auch noch zum Beispiel der Stuhl unter mir bewegt. Und das probiere ich jetzt mal aus beim magischen Rabbit Ride. Dann wünsche ich eine gute Fahrt. Denn hier erlebe ich den heißen Ritt auf dem Schlitten nicht nur per Brille in der dreidimensionalen Comicwelt, sondern spüre durch die synchronen Bewegungen des Stuhls, auf dem ich sitze, jeden Abhang, Schneeball, Aufsetzer und jedes Hindernis. Für einen Ritt zu Hause ist dieses Abenteuer allerdings nicht gedacht. Ganz im Gegensatz zu anderen Produkten für die virtuelle Realität. Von Datenhandschuhen über Dutzende Brillen bis hin zu den Spielen, an denen tausende Entwickler gerade weltweit tüfteln. Die Branche erhofft sich viel von der neuen Technologie, noch aber ist das meiste nicht marktreif. Wir zeigen hier Prototypen von der Spielentwicklung her. Und also wir brauchen noch etwas Zeit, um weitere Erfahrungen zu sammeln und die Spieleideen zu verfeinern und zu komplettieren. The possibilities are... Die Möglichkeiten sind buchstäblich unendlich und es ist einfach super aufregend zu wissen, dass wir jetzt diese Technologie haben, die Teil unseres Lebens sein wird.
Das kommende Jahr wird das Jahr Null für VR und es wird extrem viele Hersteller von VR-Brillen geben. Dabei hat sich diese sehr junge Technik der sogenannten VR-Brillen innerhalb kürzester Zeit rasant entwickelt. Angefacht wurde der Hype von der Firma Oculus Rift. 2012 stellte sie den Prototypen ihrer Brille für die virtuelle Realität vor. Virtuelle Realität ist oft gescheitert. Jetzt aber können Menschen die Technik auch nutzen. Wer es probiert, ist meist ziemlich beeindruckt. Wohl auch deshalb hat Facebook den Kickstarter Oculus im Jahr 2014 für rund 2 Milliarden Dollar gekauft und die Brille weiterentwickelt. Ich bewege jetzt mal den Kopf ziemlich heftig und ich glaube, das sieht man auch am Bildschirm zu Hause ganz deutlich. Die Brille folgt absolut meinen schnellen Kopfbewegungen. Ich kann mich überall umsehen und stecke jetzt sozusagen mittendrin in dieser virtuellen Welt. Aber genau dieses Gefühl, mittendrin zu sein, das kann ich Ihnen einfach am normalen Fernseher nicht zeigen. Und das ist das, was nur diese Brille schafft. Und deshalb muss man einfach diese virtuelle Welt mit der Brille ausprobieren, um wirklich zu verstehen, was es heißt, mittendrin zu sein. Für noch mehr mittendrin sorgten jüngst die Controller Oculus Touch, eine Bewegungssteuerung für die Hände. Auch die Qualität der Bilder und Displays ist nochmal gesteigert worden. Die Oculus Rift funktioniert aber nicht ohne Anschluss an einen leistungsfähigen Rechner. 2016 soll sie endlich in die Läden kommen. Experten rechnen mit Preisen ab 400 Euro. Die sind wirklich lange Zeit die einzigen fast auf der Welt gewesen. Die Technik ist verhältnismäßig ausgereift. Die haben da sehr viel Mühe reingesteckt. Das ist wirklich durchdacht, da kann man nicht meckern. Das Hauptproblem ist halt wirklich immer noch dieses Kabel, muss man ganz klar sagen. Kabellos ist die Samsung Gear VR. Sie wird bereits für knapp 200 Euro verkauft. Statt eines eigenen Displays kommen Inhalte und Bilder aus einem Smartphone, das in die Brille eingesetzt wird. Es funktioniert aber nur mit bestimmten Samsung-Handys, die nochmal etwa 600 Euro kosten. Clever, manche Aktionen in der virtuellen Welt können ganz einfach mit Druck auf dieses Touchpad bestätigt werden. Angezogen wiegt die Samsung Gear rund 400 Gramm und reagiert zuverlässig auf Kopfbewegungen. Das Angebot an Inhalten ist noch recht dürftig. Die Konkurrenz kämpft derweil bereits um die nächste Generation der VR-Brillen. Als neueste Revolution gilt die Vive von HTC, die ich jetzt in Köln testen konnte. Das Besondere, damit kann ich mich frei im ganzen Raum bewegen und virtuelle Welten entdecken. Schnell gewöhne ich mich an die noch etwas unhandlichen Controller, zum Beispiel um damit Pinsel, Farben und Muster auszuwählen. Und dann ein Bild im virtuellen Raum zu malen. Durch die Brille wirkt das komplett und überzeugend dreidimensional, was diese Bilder leider nicht so räumlich zeigen können. Zum Schluss verstreue ich noch ein bisschen Sternenglitzer über meinem Kunstwerk. Die Illusion unter der Brille ist perfekt. Und wie war's? Das ist krass. Also es sieht wahrscheinlich von außen furchtbar doof aus, wenn man sich hier durch den Raum bewegt und so. Aber da drin, man ist in einer völlig anderen Welt. Auffällig sind die vielen Sensoren außerhalb der Brille und eben die kabellosen, wuchtigen Controller. Die HTC Vive soll zum Jahresende auf den Markt kommen und das Rennen um die virtuelle Realität zusätzlich befeuern. Der wichtigste Unterschied sind eben diese kleinen optischen Sensoren, die überall außen an den Controllern und der Brille angebracht sind und diese genaue Positionierung bestimmen. Und die Controller sind auch jetzt keine üblichen Joypads, wie man sie kennt, sondern sind eher wie so Stecker angebracht. Das heißt, die sollen eigentlich nur die Hand, die Faust sozusagen in die virtuelle Welt bringen. In dieser Welt stehen Sony, Oculus, Samsung und HTC für teure Hightech-Brillen. Für Einsteiger gibt es bereits andere Lösungen. Dabei braucht man wirklich nicht viel Geld, um jetzt schon dabei zu sein bei der virtuellen Realität. Im Internet gibt es für 3-4 Euro solche Pappbausätze. Und wer nur so ein bisschen basteln kann, hat überhaupt kein Problem, das Ding zusammenzubauen. Dann kommt ein ganz handelsübliches Smartphone hier rein. Ja, und schon kann ich teilhaben an der virtuellen Welt. Diese sogenannten Cardboards taugen gut als Einstieg in die virtuelle Realität. Die Qualität der Bilder hängt aber stark vom benutzten Handy ab. Was man sich mit dem Smartphone an Virtual Reality angucken kann, das ist einfach dieser Bewegungssensor in dem Smartphone, der nimmt die Kopfbewegungen auf, sodass man dann vorgefertigte Filme quasi sich umsehen kann, die mit so 360-Grad-Kameras angesehen werden. Bei den Spielen ist es schon deutlich schwieriger, dort eine genaue Position dann zu erkennen. Das können dann die Desktop-Systeme oder Konsolen deutlich besser. Um wie vieles besser, erleben wir auf einer Installation in Berlin. Die Besucher befinden sich virtuell über den Dächern von New York. Schon nach wenigen Augenblicken zieht der künstliche Raum offensichtlich jeden in seinen Bann. Lassen sich auch meine Sinne so einfach beeinflussen? Ich sehe sogar meine eigenen Hände manchmal.
Ich sehe einen Steg, der hier geradeaus geht. Und würde ich auch nur wenige Zentimeter rechts oder links von diesem Steg abweichen, dann falle ich runter. Vor mir sehe ich einen rettenden Korb, der ist so 1,5 Meter entfernt. Und ich gehe jetzt ganz vorsichtig auf diesen Korb zu. Jetzt bin ich in diesem rettenden Korb. Puh, das ist schon mal gut. Und jetzt sehe ich links und rechts New York. Und jetzt dreht sich der Korb, was natürlich einerseits eine schöne Aussicht ist, aber mir wird auch ein bisschen schwindelig. Man geht da über diesen Steg und fühlt sich wirklich, obwohl ich weiß, ich bin in einem festen Haus mit festem Boden, ist das wie unglaublich. Man hat wirklich das Gefühl, der Körper geht wirklich mit und man sieht den Abgrund und man denkt, man ist wirklich in dieser Virtual Reality drin. Der Gang über New York, nur eine erste Demonstration der künftigen Möglichkeiten. Es ist momentan so, dass es ein relatives Gaming-Tool noch ist, aber es wird sich 100% noch anders entwickeln, weil wenn man das selber mal aufgesetzt hat und wenn man das selber mal erlebt hat, mit so einer Brille einzutauchen, dann merkt man, oh Gott, man kann in Produktwelten, man kann sich an andere Orte bringen oder man kann sich, man kann einfach völlig irgendwo sein, wo man vielleicht sonst niemals hätte hingekonnt. Im Internet lässt sich diese Faszination schon jetzt auch ohne Spezialbrille ein bisschen nachempfinden. 360-Grad-Videos bieten dort aufregend neue Perspektiven. Per Mausklick lässt sich der Blickwinkel jederzeit selbst bestimmen, ob im Browser oder auf mobilen Geräten. Die Videos sind zwar meist nicht dreidimensional, machen aber trotzdem großen Spaß. Und das Angebot wird täglich größer, zum Beispiel auf Welt Online oder speziellen N24-YouTube-Kanälen. Ansichten, die auch den Journalismus erweitern können, zum Beispiel beim G7-Gipfel Anfang Juni in Bayern. Über 20.000 Polizisten und weniger Demonstranten als erwartet. Mittendrin Reporter von Welt und N24, die hier zum ersten Mal auch eine 360-Grad-Kamera für die Berichterstattung einsetzen. Hier spielen sich Szenen ab, die kann man sich nicht vorstellen. Der Rundumblick ist ein klarer Mehrwert. Jeder kann sich sein eigenes Bild machen. Eine Spezialbrille ist dafür nicht nötig, aber... Die Brillen erweitern das Erlebnis definitiv und bringen dich noch mehr ins Geschehen, denn das ist tatsächlich virtuelle Realität. Aber man braucht die Brille nicht zwangsläufig. Das sehen wir bei 360-Grad-Videos, hier zum Beispiel aus einem Helikopter. Die Menschen können direkt mit diesen Videos interagieren, ohne Brille. So macht die neue Technik vieles direkter erlebbar als bisher. Wie etwa den Christopher Street Day in Berlin. N24 zeigt im Netz, wie fröhlich Zehntausende die schwul-lesbische Parade feiern. Mit Rundumblick direkt vom Wagen in die feiernde Menge. So konnten nicht mal die meisten Besucher den Christopher Street Day erleben. Unsere Reporter suchen ständig nach weiteren Einsatzmöglichkeiten der neuen Technik. Wie bei diesem Flug an der Zipline 120 Meter in die Tiefe. Auch hier kann der Betrachter jederzeit entscheiden, was er im Umfeld noch sehen will. Etwa den benachbarten Zipliner, die Talsperre rechts oder unsere Reporterin, die die Spezialkamera an einem Stativ hält. Das wird später vom Computer aus dem Bild herausgerechnet. Jedes Mal ist das Video so ein ganz neues Erlebnis. Ob im Internet oder mit einer Brille wie dem günstigen Cardboard. Noch einen Schritt weiter geht N24.